Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Battlefield Play for Free. Genau, und im letzten Part habt ihr erfahren, wie man sich das Spiel beschafft. Vielleicht haben es ja einige von euch schon. Und ja, wir machen genau weiter, wo wir im ersten richtigen Part aufgehört hatten, nämlich, ja, ich wollte auf den Sturmsoldaten wieder switchen und ich habe mir letztes Mal einige, ihr seht hier rechts unten, Credits besorgt, also ungefähr 1600, und ich guck mal, ob ich irgendeine bessere Waffe finde. Lass mal gucken. Was ist denn hier besser? 26 Damage, 25 Damage, Rate of Fire. So, also die ist klar. Das heißt, ich guck mal, dass ich mir die M16 besorge. Die ist zwar nicht viel besser als meine Standardwaffe, aber jedes bisschen besser ist gut, würde ich mal sagen. Und ja, last 3 days, das heißt, ich brauche 1500 Credits für 3 Tage benutzen und danach brauche ich wieder 1500 für 3 Tage, aber ich denke, die sind ja schnell zusammen. Spielst du mal ein Stündchen, hast du 1500 mal mindestens zusammen. Spielst du gut, hast du die Dinger noch viel schneller zusammen, genau. So, die kaufe ich mir jetzt mal und hier steht Refreshing, Buying Item und mach mal schneller, genau, Refreshing. Die will ich gar nicht haben, die kommt hier raus. Warte mal, Primary. Kriege ich die da nicht raus? Leute, Moment, wie ist denn das jetzt hier? Ich habe nämlich hier jetzt 2 Primary Weapons und wie bekomme ich jetzt das Ganze hin, dass dieses dieses G3A4 da rauskommt? Naja, okay, das ist eigentlich auch egal. Ich guck mal, dass ich schnell in einem Spiel joine, damit wir vielleicht noch eine ganze Runde spielen können. Bis gleich. Genau, und wir sind jetzt hier auf Karkant gelandet, genau auf der gleichen Map wie beim letzten Mal. Vielleicht bekommen wir ja Oman auch nochmal zu spielen und ja, wir sind direkt in einem Spiel gejoint, was gerade erst angefangen hat. Das heißt, die Runde könnte eventuell sogar 2 Parts oder gleich 3 Parts dauern. Der Kommandoposten gehört auf jeden Fall uns, weil die Gegner ja am anderen Ende von der Map spawnen und es dann doch einigermaßen unwahrscheinlich ist, dass die hier gleich ganz rüberkommen zum hintersten Kommandoposten, um den einzunehmen, auch wenn es eine gute Taktik wäre, aber in der Zeit werden die das sicher nicht schaffen. So, Enemy has captured A, das heißt, der hinterste Kommandoposten, den haben sie auf jeden Fall. Ich laufe jetzt mal hier rüber zu C, beziehungsweise ich beeile mich mal, ansonsten bleibt mir davon nicht so viel mehr übrig vom Einnehmen. Und wenn die Gegner schlau sind, laufen sie jetzt auch direkt rüber zu C, aber die werden sich jetzt sicher erstmal um B kümmern. Ihr seht es ja immer auf der Karte. Wenn ich also von C oder B rede, dann einfach mal auf die Karte schauen und mal gucken, wo das Ganze ist. Und die werden sich sicher hier gleich rausbewegen, beziehungsweise direkt von hinten kommen. Aber in der Zeit bekomme ich den auf jeden Fall noch. Genau, und da hinten kommen sie wahrscheinlich. Deshalb einmal hier rüber und mich hier an die Ecke erstmal stellen, um zu gucken, ob hier überhaupt Gegner rumlaufen. Nee, im Moment sehe ich hier keine. Aber da. So, okay, der hatte jetzt wohl geloost, weil er da um die Ecke gekommen ist. Ich denke, das ist ein ganz guter Punkt. Bis auf die Tatsache, dass man hier von hinten Gegner haben kann und von vorne. Aber ich denke, wenn ich mich hier in die Ecke stelle, dürfte das kein großes Problem geben. Beziehungsweise soll ich mich mal ganz weit nach vorne wagen? Ja, ich denke, im Kampf ist immer besser als irgendwo sonst. Beziehungsweise hier an der Ecke haben wir hier einen Gegner. Da oben auf dem Dach stehen sie immer gern als Sniper. Aber nein, sieht wohl nicht so aus, dass wir da einen Sniper haben. Aber, nein, die spawnen anscheinend, man spawnt anscheinend immer am vordersten Kommandoposten, also hier vorne bei B. Hier müssen wir also ein paar Gegner rumlaufen haben und da hinten eigentlich auch, aber ich bin jetzt einfach mal so frei und laufe hier in die Ecke zu B,
wo mich sicher direkt ein paar Gegner erwarten werden. Aber die sind anscheinend doch ein bisschen zu blöd. Aber es ist auch. Uch, du liebe Zeit. Wo schießt das hin? Gute Frage. Nächste Frage, würde ich mal sagen. Ich stelle mich jetzt mal hier direkt auf den Präsentierteller. In dieses Loch rein. Wo ich doch eventuell einigermaßen geschützt sein könnte. Nein! Ja, okay, er hatte die Schrotflinte, beziehungsweise diese. Wie war das? Halbautomatisch oder so ähnlich. Und ich habe ihm eine Menge Leben gezogen. So, genau. Das war der Fallschirm, den kann man ja hier auch benutzen. Vielleicht werde ich es ja mal demonstrieren können, nächstes Mal den Fallschirm zu öffnen. Oh. Es ist hier teilweise mit dem Sound ein bisschen blöd gemacht, weil man nie so ganz genau weiß, wo es her schießt. Ich habe es ja schon gesagt. Genau, und ich verstecke mich jetzt mal hier in die Ecke. Okay, das war jetzt nicht schwer, weil ich dem ein, zwei Headshots verpasst habe. Aber hier werden die sich sicher. Oh ja, okay, das war wahrscheinlich direkt von hinten. Gucken wir mal, gerade in dieser Killkamera, die hoffentlich. Nee, gab keine. Und Moment, ich drück mal F. Na? So, Moment, wie war das? Ja, genau, das war irgendwie dieser Fallschirm. Jetzt habt ihr ihn auch gesehen mal. Den kann man irgendwie zigmal benutzen ohne Probleme. Und den habe ich erst ziemlich spät gesehen. Ich habe nur noch 56 Leben. Das Problem ist, hier generiert sich das Leben nicht automatisch. Wenn mal ist der kaputt. Oder ist der hier hinten rum? Ja, der ist fertig, glaube ich. So, ich schleiche mich jetzt hier mal wieder rein. Weil das für meine. Oh, für meine Begriffe echt ein super Platz ist. Aber wir haben hier rechts einen Tank. Und hier hinten höchstwahrscheinlich Gegner wieder rauskommen. Warte mal, warte mal, warte mal. Wo schießt das denn hierher? Aber egal, solange der Tank. Boah, doch, der Tank, der stört mich hier ein klein wenig. Aber ich glaube, wenn der sich. Ja, genau, der traut sich wieder weiter vor. Und den kann ich doch mal ein paar Schüsse verpassen. Aber das mit dem Switchen von den Waffen, das habe ich auch noch nicht ganz so gut drauf. Weil das ist irgendwie mit dem Mausrad. Und der Switch nicht direkt. Und. Wo schießt das denn hierher? Oh, sorry. Das war doch einer von mir. Das erkenne ich irgendwie manchmal nicht ganz so gut wie bei. Nee, dass ich den treffe, das ist echt extremst unwahrscheinlich. Und Leute, warum ist denn D. Nein, 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 nein. Nein, ihr kriegt mich jetzt hier nicht. Auf jeden Fall schnappen wir uns mal D. Genau. Mit dem letzten Rest. Und dem habe ich noch ein bisschen was gezogen. Aber lasst mich jetzt direkt mal, wenn ich wieder gespawnt bin, eine Technik rausfinden, wie man schnell switcht. Ah, okay. Einmal hochscrollen, einmal runterscrollen. Okay. Vielleicht schaffe ich es ja nächstes Mal, wenn ich am Nachladen bin, irgendwie auch die Waffe zu wechseln, damit ich nicht ganz so ausgeliefert bin. Kommt hier Captured Flag. Hallo? Junge? Kriege ich hier keine Punkte? Leute, ich will Punkte. 200 Punkte. Nicht? Okay. Und da oben höre ich irgendwie einer, der sein MG fertig ballert. Okay, den schnappe ich mir, weil ich genau weiß, dass der zu D will. Wenn ich nicht hier irgendwie so hinterrücks gekillt werde. So, jetzt. Wie kann der mit der AEK so gut killen? Aber er hatte auch nur noch 22%, also ein, zwei Schüsse, gut gezielte Schüsse, hätten es dann auch gebracht, denke ich. Aber er steht hier um die Ecke und meint sich da verstecken zu können. Aber das war wohl nix. Leute, warum? Ich will doch mal wieder 200 Punkte. Gut, der war auch schlecht. Einfach mir mal hier da durch den Schuss zu laufen. Das geht besser, Freundchen. Ich guck mal, dass ich mich hier außen rum bewege. Weil ich denke nicht, dass so ganz viele Gegner auf die Idee kommen, da ganz außen rum. Beziehungsweise ich nehme nicht die Treppe, sondern die nächste. Ich kenne die Map ja schon ein klein bisschen. Weil ich das Ganze vor einem Monat oder so hier mal angefangen hatte zu spielen, aber dann irgendwie aufgehört hatte und ja, genau hier spawnen die Gegner immer. In diesem kleinen Stückchen. Deshalb werde ich mich hier in die Ecke stellen.
Mal gucken, vielleicht läuft hier was dran vorbei oder vielleicht läuft hier jemand dran vorbei. Weil manchmal hat man echt so ein paar Noobs, die dann wirklich einfach so blöd sind und einfach irgendwie einem durch die Schüssel laufen. Aber es gibt natürlich auch Pros. Wie mich, den Super Pro, aber nein, ich will ja jetzt nicht unbedingt angeben. Ich bin ja echt hier nicht so der Beste oder überhaupt irgendwie. Oh! Und das war echt knapp und das mit der Waffe wechseln, das hätte in der Situation auch wahrscheinlich auch wieder nicht geklappt. So, du Noob. Ja, das ist eine ganz, ganz, ganz schlechte Idee, würde ich mal sagen. Mir da direkt vor mir dran, an mir dran vorbeizulaufen, in mich rein oder vor mich, ja. Ganz, ganz, ganz blöde Sache. Zumal du komm. Leute, ach Mann. So, ich lade jetzt mal nach, weil es geht auch auf die Distanz hier. Muhaha, das war knapp. Ja, hätte. Okay, das hätte ich jetzt nicht geschafft. Weil eine Pistole, die nicht ganz nachgeladen ist, dann auch noch zu benutzen, um jemandem irgendwie den letzten Rest zu nehmen, ist nicht so die beste Idee gewesen. Gut. Jetzt weiß ich nicht genau, wo ich rumlaufen soll. Ja, ich werde es mal hier rum probieren, weil da hinten ist irgendwie auch so eine kleine Treppe. Soweit ich weiß, irgendwo hier. Und da stehen sie doch eigentlich immer. Ich bin Sturmsoldat, also gehe ich auch mal rein. In den Sturm. Ja, jetzt kommen schon. Und ja, Leute, hier ist der Part auch wieder rum. Mir hat es wirklich eine Menge Spaß gemacht. Ich glaube, das Spiel werde ich jetzt öfter bzw. länger let's playen. Wenn es euch Spaß macht, natürlich werde ich das auf jeden Fall weitermachen. Ich gucke mal gerade auf meine Kill-Tode-Statistik und ich habe 10 Kills, 7 Tode. Oh, das ist ja göttlich. Und 2400 Punkte. Leute, ich räume hier ganz schön ab. Also, ja, wir sehen uns dann nächstes Mal, wenn es wieder heißt: Let's Play Battlefield Play for Free. Und ich will die ganze Zeit Battlefront sagen, aber egal. Bis denne. Tschüss.